wahrscheinlich eingeschaltet habt, weil ihr dachtet, was? Ich dachte auch, was? Es gibt noch einen zweiten. Hallo, Lüle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Meine Weihnachtsöhrchen können nichts anderes bedeuten. Also ich habe ein Geweih, kein Öhrchen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe einen Adventskalender und ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand mitbekommen hat. Ich habe zumindest noch kein Video dazu gesehen. Aber es gibt einen zweiten Revolution Adventskalender und zwar eine Zalando Exclusive Variante, die blau ist. Ich habe sie durch Zufall auf Zalando entdeckt, weil ich ja in mehreren Apps angemeldet bin und dann immer so ein bisschen gucke, was sind gerade noch vielleicht neue Adventskalender reingekommen. Und habe geguckt und bis jetzt keiner meiner Beauty-YouTuber hat diesen Kalender ausgepackt. Vielleicht bin ich die Erste. Wahrscheinlich, bis ich das Ding geschnitten habe, nicht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall zeigen, weil ich tatsächlich natürlich mir schon angeguckt habe, was da drin ist anhand des Produktbildes. Und vor allem das 24-Türchen hat mich ein bisschen mehr überzeugt. Die liebe Dani, habe ich euch unten verlinkt, hat den normalen, sage ich mal, den Standard-Adventskalender von Revolution ausgepackt. Guckt da mal gern vorbei, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ich habe zusätzlich bei Zalando auch noch ein paar andere Sachen geshoppt. Die kamen in diesem niedlichen Beutel. Tatsächlich mit Blick auf, ich fülle mir auch meinen eigenen Adventskalender. Und wahrscheinlich befülle ich auch die Sachen aus diesem Kalender bei mir in den eigenen rein. Und ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich mir denn jetzt so bestellt habe. Das Tütchen ist super, das könnte man gut zum Wiederversenden benutzen. Und zwar habe ich mir einmal einen Eyeshadow Primer von Revolution Prime Lock bestellt. Riesenteil für einen Eyeshadow Primer. Da teste ich mich ja immer sehr gerne durch. So, jetzt ist hier alles einzeln verpackt, auch super. Und dann habe ich nämlich aus der, ja, ich habe Revolution geshoppt, muss ich euch so klar sagen, das war der Revolution Haul. Ich habe aus der Game of Thrones LE, die sie gerade rausgebracht haben, den Liquid Lipstick Arya Stark. Ihr seht natürlich jetzt farblich nicht so viel. Das ist so ein schönes, dunkles Rot. Ich glaube, die Farbe hier passt tatsächlich ganz gut. Ja, es gibt auch den Adventskalender, also 12 Days Adventskalender. Ich bin noch am hin und her überlegen, ob ich mir den Rettung hole oder ob ich mir lieber noch einzelne Produkte hole. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, ob ich den hier auspacken soll. Vielleicht mache ich das, wenn ihr das sagt. Und dann habe ich mir noch zwei Shimmerbombs mit bestellt. Das sind die, die Lipglosse. und ich mag die Shimmerbomb-Reihe sehr. Ich habe von denen schon zwei da. Und jetzt habe ich quasi, ich glaube, es gibt fünf von der, also es gibt mehrere schimmernde Lipglosse. Aber die Shimmerbomb finde ich einfach am megasten. Und zwar habe ich einmal, die sind übrigens alle mit Vitamin E. Einmal habe ich mir die Farbe Starlight geholt. Das ist so ein schönes Orange. Und dann habe ich mir noch die Farbe Glimmer geholt. Das ist so ein schönes Rosé. Und ich habe den nämlich noch in so einer ganz fast weißen Version. Wenn man den auf die Lippen macht, habt ihr vielleicht bei mir auf Instagram die letzten Wochen relativ häufig gesehen, weil ich den ganz viel getragen habe. Dann hat man so ein, das kühlt so die Lippen ein bisschen ab. Also es hat so ein bisschen bläulichen Schimmer. Und ich habe noch so einen richtigen bräunlichen. Also den kann ich auch pur tragen. Einfach nur, weil der so viel Farbe hat. Genau, auf die bin ich sehr gespannt. Die kommen aber in den Adventskalender. Meinen eigenen, deswegen stelle ich die jetzt schon mal weg. Um euch das mal zu zeigen, das ist meine Adventskalenderkiste. Da hat sie schon einiges angesammelt. Da sind auch Sachen aus anderen Kisten oder Boxen drin. Oder Sachen eben, ja, die ich mir irgendwo mal gekauft habe und dann aber erstmal weggelegt habe. Jetzt kommen wir zum Schätzchen, weswegen ihr wahrscheinlich eingeschaltet habt, weil ihr dachtet, was? Ich dachte auch, was? Es gibt noch einen zweiten. Ich weiß, dass in Großbritannien, denn Revolution ist ja eine britische Marke, es auch noch so einen riesigen Adventskalender die letzten Jahre gab. Ich weiß noch nicht, ob es den auch dieses Jahr gibt. Den schicken sie nur leider nicht nach außerhalb von UK, jetzt mit den ganzen Sachen, die sowieso jetzt gerade sind, ne? So Brexit und Co. sowieso nicht. So, klar. So sieht er also im Ganzen aus. An sich also vom Grundstil genauso wie der andere, nur dass die Farben halt hier anders sind und der Inhalt eben auch. Und huch, sehr gespannt. Also, so sieht er aus. Ich kann ihn nicht weiter hochhalten, weil dann fangen die Türchen rauszufallen. Und wir beginnen mal mit Türchen Nummer 1. Sassi aus dem Schnitt hier. Bevor wir jetzt mit den Türchen anfangen, eine kurze Information. Viele dieser Produkte sind, glaube ich, extra für den Adventskalender gemacht. Ich finde sie zum Teil einfach nicht in der identischen Variante. Ich suche jetzt nach ähnlichen Produkten und schreibe euch dann immer Zuckerpreise hin. Wenn ich natürlich das Produkt selbst finde, dann schreibe ich euch auch das Produkt
den Preis hin. Wenn da immer Zucker oder Zirka davor steht, dann wisst ihr, das ist ein geschätzter Preis anhand vergleichbarer Produkte. Türchen Nummer 1. Möchte nicht rauskommen. Wow, ist wirklich vollgepackt. Fängt gleich mit einem Chiki an, also mit einer Palette fürs Gesicht. Krasser Start. Und eine sehr schöne Palette. Krass schöne Farben. Wir haben also hier zwei Rouge-Töne. Nein, eigentlich drei. Wir haben drei Rouge-Töne und einen Bronzer. Gleich eine Blush-Palette. Ich würde aber den Ton hier tatsächlich nicht als Blush benutzen. Das ist für mich eher ein Bronzer oder ein, ja, vielleicht eher ein Konturierer. Müsste man mal gucken. Alle sind matt. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie gut ihr das seht, aber die beiden haben halt so ein Strickmuster, wenn man so möchte. Schöner Start. Niedliche Palette. Da findet auf jeden Fall jeder etwas. Türchen Nummer 2. Hier haben wir irgendwas Kleines. Was bist du? Ein Brow Gel. In Farbe, nein, in Transparent. Sehr schön. Das mögen wir. Wir mögen Produkte, die nicht an die Haut oder Haarfarben angepasst sind. Habe ich Augenbrauengel von Evolution schon gehabt? Ja, allerdings war das ein Farbgel und das hat überhaupt nicht gepasst. Werde ich auf jeden Fall behalten. Zweites Produkt, was mir gefällt. Yay! So, wo ist die 3? Da ist die 3. Die ist schön lang. Gehen aber auch schwer raus. Ah nein, kein Filmprodukt. Wir haben einen Lip Liner, würde ich sagen. In der Farbe Baby, ein Quietschpink. Ich glaube, ich habe den perfekten Liquid Lipstick dazu. Aber einen zum Anspitzen bin ich ja nicht so ein Fan von. Wusste ich aber, dass die hier drin sind. Aber die Farbe ist halt mega. Wie gesagt, ich habe aus der Barbie Glossy Box, aus dieser Limited Box, so ein pinken Barbie Lippenstift tatsächlich. Da passt der perfekt zu. Vielleicht haben wir aber auch hier den passenden drin. Weiter geht es mit der Nummer 4. In der Nummer 4 haben wir einen Jelly Gloss. Ich bin ja inzwischen ein Riesenfan von Lip Gloss. Und zwar in der Farbe Pout. Also transparent. Ich bin ja ein Fan von Glossen. Und tatsächlich, ihr habt es gerade gesehen, ich mag die Revolution Glosse. Ich weiß nicht, ob das eine extra Verpackung jetzt für den Adventskalender ist oder ob das immer so ist. Sieht auf jeden Fall wirklich sehr jelly aus. Aber Lipglosse sind hier einige drin und das fand ich gut. Deswegen habe ich mir den unter anderem auch bestellt. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, vor allem als ich Adventskalender ausgepackt habe. Der 5. Dezember ist mein Geburtstag, deswegen erwarte ich immer ganz viel. Es ist wieder sehr leicht. Ich gehe also hier wieder von einem einem Stift aus oder einem Pinsel, weil hier ist was eingepackt. Ja, ich sehe es schon durchschimmern. Ein Pinsel! Ja, ich glaube, da muss ich erstmal mein Glätteisen anlegen, weil der ist so schön verbogen. Der Pinsel an sich ist schön. Es ist so ein krass verbogen. Das ist halt nicht so cool. Ich packe den jetzt auch mal so wieder rein. Vielleicht biegt der sich ein bisschen raus. Das lag halt daran, dass das Ding, der Pinsel ist wirklich bis hier oben. Und mit dem Tütchen, was ja grundsätzlich eine gute Idee ist, das zu schützen. Aber deswegen machen die meisten oben halt nochmal so ein Netz drum, damit es sich nicht verbiegt. Grundsätzlich aber auch ein schönes Produkt. Einen Pinsel können wir immer gebrauchen. Gucken wir mal, was der Nikolaus uns bietet. Türchen Nummer 6. Und hier ist ein Highlighter drin. Ich dachte gerade ein Mono, aber nein, es ist ein Highlighter. Und hier ist auch wieder dieses dieses Strickmuster drauf. Es ist eine wunderschöne helle Farbe, die mir definitiv stellt. Geht so ins Champagnerige. Mag ich sehr, ist die Farbe Condition. Also Leute, dafür, dass es kein teurer Adventskalender ist. Ich meine, Revolution hat echt noch viel mehr Produkte. Und bis jetzt habe ich kein Flop-Produkt. Ich meine, es ist erst der 6. Die tarnt sich gut, weil die Zahl ist gefühlt kaum zu unterscheiden von dem Design. Ist wieder ein bisschen schwerer. Und hier haben wir einen Liquid Lipstick. Bitte sei ein Liquid. Matter Liquid Lipstick in einem wunderschönen Nude-Ton. Das ist die Farbe, do you have a name? Baby. Ja, sehr, sehr schön. Also wirklich so ein dunkleres Nude. Ah, ihr wisst ja, ich liebe Liquid Lipsticks. Leute, was soll ich euch sagen? Das ist ein schöner Kalender bis jetzt. Also Nummer 8. Ganz leicht ist da der Spiegel drin. Ne? Die machen ja immer so einen Spiegel rein. Nein. Ja, aber auch so ein Füllprodukt oder auch nicht. Passend in diesem Blau vom Kalender haben wir ja einen Mini-Spongy. Ich finde die tatsächlich gar nicht schlecht, weil gerade so für Concealer-Einarbeiten sind die ganz gut. Oder wenn ihr euch zum Beispiel, wenn ich den
die Lidschattenbase, die ich mir neu geholt habe, auftrage und dann mit auf dem Auge verblende. Grundsätzlich ein gutes Produkt. Die neuen kommt wieder in so einem hellen Design. Noch ein Liquid Lipstick, das ist die Farbe Slow und das ist so ein richtig typisches Weihnachtsrot. Also wirklich rot, rot, rot. Sogar fast noch heller rot als mein Lippenstift gerade und ich habe schon heute extra einen roten aufgelegt. Ja, sehr schön. Ich meine, ne, so ein weihnachtliches Rot irgendwie ist in jedem Adventskalender gefüllt, wo Make-up drin ist. Deswegen finde ich das nicht schlimm. Wir hatten ja auch schon einen Nudigen drin. Cool wäre, wenn noch ein passender Lip Liner dazu da wäre, weil gerade bei Rot ist es und generell bei Liquid Lipsticks, wenn da auch eben vorher ein Lip Liner gezogen wird, um einfach sauber zu arbeiten. So, direkt darüber ist die Nummer 10. In der 10 haben wir, was bist du? Ein Augenbrauen. Ah, jetzt wird es schwierig. Ein Augenbrauenstift. Zumindest steht hier Brow Crayon. Wir gucken uns gleich mal die Farbe an. Solange es nicht aschbraun ist, kann ich eigentlich das meiste benutzen. Außer es ist so ein gelbliches Braun. Das ist ein bisschen widerlich. Es ist weiß. Was bist du denn für ein weirdes Teil? Ich recherchiere mal und schreibe euch hin, wie man den benutzt. Ich habe jetzt gerade überlegt, soll das eine Form von Gel sein? Oder soll ich damit so ein bisschen die Augenbraue auszeichnen oder so ein bisschen abheben? Seltsames Produkt, müssen wir recherchieren. Ich habe es euch hier hingeschrieben. Ihr seid jetzt schon mal schlauer als ich, die es in diesem Moment gerade auspackt. Nummer 11 ist groß. Wir lieben große Türchen. Ich glaube aber, hier könnte der Spiegel drin sein, denn es gibt immer einen obligatorischen Handspiegel. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Teilen. Andererseits muss ich tatsächlich sagen, mir ist gerade erst mein Handspiegel kaputt gegangen. Was ich bei dem nur nicht so cool finde, ist, dass die nicht geschlossen sind. Aber es ist der obligatorische Handspiegel in dem gleichen Design, in dem auch der Adventskalender kommt. Also dieses Rosé mit dem Blau und dem Revolution-Logo und halt dieses, ich kann euch nicht mal beschreiben, wie das Logo, also wie das Muster hier ist. Ja, und dann ist es einfach so. In Türchen Nummer 12 ist ein Cream oder Liquid Eyeshadow in der Farbe Dream. Ich dachte im ersten Moment, das wäre auch für die Lippen, weil es ja quasi die gleiche Form hat. Ich swatche euch mal so ein paar Farben, können wir ja swatchen. Oh, der ist aber schon krass, ne? Oh, ist der schön. Ich habe ja oft das Problem, dass die dann auf dem Lid gar nicht so schön aussehen, aber ich glaube, der sieht auch auf dem Lid sehr schön aus. Crazy. Ich lasse den mal trocknen, ich bin sehr gespannt, wie der ist. Cooles Produkt, weiß ich nicht, ob das so Ewigkeiten bei mir bleibt. Wäre das die Lippenfarbe, fände ich das richtig gut, weil das halt Sparkle drin hat. Schade, dass das für die Augen ist. Einzig ist ein kleines blaues Kästchen. Ja, das ist wieder ein Highlighter, würde ich sagen. Ja, und zwar die Farbe Impact. Die ist so ein bisschen dunkler als den wir gerade haben. Der geht mehr ins Bronzige, aber nicht mega krass bronzig. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Das ist so ein bisschen vielleicht für die gebräunte Sommerhaut ganz gut. Achso, wir haben hier 25 Türchen, habe ich das schon erwähnt, weil wir eben aus England kommen. Türchen Nummer 14. Ist wieder so ein schlichtes, beiges. Ist das beige? Ist das ein ganz helles Gelb? Ich würde sagen, es ist beige. Es ist wieder ein bisschen schwerer. Und jetzt haben wir, ich denke, den zweiten. Ja, den zweiten Creamy Eyeshadow. Das ist die Farbe It's Fate. Schicksal. Und das ist auch ein richtig schöner Ton. Den swatche ich jetzt gleich mal daneben. Den könnte man ja dann wunderbar, der ist nicht so deckend fürs Inner Corner nehmen. Und ich glaube, den könnte man auch ohne Probleme als Highlighter nehmen. Holla, die Waldfee. Naja, doch, ich glaube, den würde ich mal auch als Highlighter, als Liquid Highlighter ausprobieren, wenn er sich gut verblenden lässt. Das werde ich aber erst testen, wenn ich ihn dann richtig auspacke. So, in der 15 haben wir den obligatorischen Eyeliner-Pencil. Jo, ja gut, der ist auch gefühlt in jedem Adventskalender, wo Make-up drin ist, geht definitiv weiter. War ein bisschen zu erwarten, dass der drin ist. Wusste ich, glaube ich, auch. Ja, es kann halt nicht alles toll sein. Ich habe die gesehen und dachte, ach cool, weil ich wollte mir solche auch unbedingt mal holen und habe es bis jetzt nie getan. Das sind nämlich solche Haarclips, die, ich glaube, so durch Kylie Jenner und Co. richtig bekannt geworden sind, weil die keine Abdrücke hinterlassen. Also gerade wenn ihr euch schminkt und das morgens einfach wegmachen wollt oder beim Föhnen nochmal was wegmacht, sollen die wohl super sein. Hier sind zwei Stück drin. In dem Adventskalenderblau war tatsächlich einer der Punkte, worauf ich gedacht habe, komm, cooles. Das ist halt so ein Gadget, was ich cool finde. Ich weiß, das werden bestimmt nicht alle gut finden, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich wollte mir die Dinger immer schon mal holen. Und jetzt habe ich welche da, um zu gucken, ob sie mir gefallen. Dann könnte ich mir nochmal neu gucken. Ja, in der 17 haben wir wieder ein Jelly Gloss. Diesmal in so einem
schönen Rosé. Und ich glaube, der glitzert auch. Genau, der hat so silberne, das silberne, ja, silbernes Sparkle drin, was super ist, weil meine bis jetzigen sparkligen Lipglosse haben alle eher goldene drinne. Lipgloss, liebe es. Türchen Nummer 18 ist wieder sehr leicht. Das heißt, entweder ein Lip Liner oder wieder ein Pinsel und es sieht nach Lip Liner aus. Und ich glaube, jetzt kommt der passende zu dem Rot. Ja, das ist definitiv der passende zu dem Rot, zu dem Liquid Lip Liner, Liquid Lipstick. Das ist die Farbe Slow. Ist der andere auch so? Die Katzen sitzen jetzt vor der Tür und möchten gerne rein, aber weil sie so viel Krach machen würden, habe ich sie ausgeschlossen. Jetzt gucken wir auch gleich mal, bevor wir uns Türchen Nummer 19 widmen, schauen wir erstmal, wie das hier getrocknet ist, weil das interessiert mich doch. Also es ist wirklich super getrocknet und fühlt sich auch an. Also ich merke keinen großen Unterschied zur Haut. Ne, also man kann natürlich ein bisschen verreiben, wenn man so richtig kräftig reibt, dann löst man das Produkt. Cooles Produkt. Ich sollte mehr mit Liquids arbeiten, die halten einfach viel besser. Ja, jetzt haben wir ein Augenbrauenprodukt, was eine Farbe auch tatsächlich hat. Das ist Medium Brown, ein Eyebrow Pencil. Dürfte für mich, glaube ich, gehen. Ja, könnte ein bisschen rotstichig sein, muss ich mal ausprobieren. Ist aber natürlich schade für all die Menschen, die das nicht sind. Zumal ich zum Beispiel auch wieder ein bisschen dunkler werde. Also dieses Helle wird bald weg sein. Nächsten Dienstag. Auch schön, dass ich das noch einen Tag vor meinem zweiten Unterrichtsbesuch mache. Erstmal zum Friseur gehen. Für mich okay, aber wer das halt nicht hat, ich weiß auch nicht, ob hier unterschiedliche Farben drin sind, hat halt die A-Karte, ne? So, Türchen Nummer 20. Da ist wieder ein Lippenstift drin. Was heißt Lida? Da ist ein Lippenstift. Ein Lippenstift? Ja, ein Lippenstift. Auch in so einem richtigen Rot hätte man jetzt eine andere Farbe nehmen können, weil wir haben ja schon Liquid Lipstick. Ich zeige ihn euch mal kurz. Aber es ist wirklich ein Rot. Würde aber eben auch zum Lip Liner passen. Also könnte man mit zwei Produkten quasi kommen. Also könnte der Lip Liner mit zwei Produkten kombiniert werden. Wäre vielleicht ein Produkt, das ich, glaube ich, weitergeben würde, weil ich habe jetzt inzwischen sehr viele rote Lippenstifte. Ich habe auch viele rote Lippenstifte, so ist nicht. Liquid Lipsticks, so ist nicht, aber ich trage halt, wenn dann doch eher Liquid Lipsticks, weil die Haltbarkeit einfach besser ist als bei einem Lippenstift. So, ich habe noch die 21, ist das längste Türchen, das ist fast so lang wie der Adventskalender. Halbwegs schwer, aber auch nicht krass schwer. Also ich würde sagen, die Glosse und sowas, die waren schwerer. Und hier haben wir wieder einen Pinsel drin. Ich hoffe, der hat nicht so viel abgekriegt. Nein, der hat definitiv nicht so viel abgekriegt. Auch wieder in diesem schönen Rosé. Sehr groß. Ich weiß gar nicht, wofür man den gut benutzen könnte. Aber, oh Gott, der staubt. wahrscheinlich durch das Tütchen. Ja, ist jetzt nicht so mein Favorite-Pinsel, muss ich jetzt sagen. Einfach weil ich nicht so richtig weiß, was ich mit dem machen soll. Das muss man dann halt nochmal gucken. Aber ich mag Pinsel, ihr wisst das. Ich finde Pinsel toll. So, die 22 hat wieder diese Größe von den Highlightern. Jetzt ist die Frage, haben wir hier wieder einen Highlighter drin oder haben wir vielleicht mal eine Konturierungsfarbe drin? Ich tippe ja eher auf einen Highlighter. Jetzt hatten wir schon einen Champagner, einen etwas bronzigen, vielleicht jetzt einen peachigen. Ah nee, jetzt wirklich. Nein, sehr schön. Contouring Powder. Dankeschön. Ey Leute, ich habe wirklich mir das nicht mehr gemerkt. Ich habe jetzt wirklich geraten. Ein bisschen dunkel für mich. muss man aber tatsächlich dann mal auf dem Gesicht sich anschauen. Sehr dunkel, sehr warm. Würde ich fast eher fürs Bronzing als fürs Konturieren, glaube ich, nehmen. Ist die Farbe Shape. Achso, das sind immer 2 Gramm übrigens. Aber ich bin begeistert, dass quasi jemand mich erhört hat und ins dritte eben von diesen kleinen quadratischen jetzt eine Konturierungsfarbe reingelegt hat. Oder Bronzer, je nachdem, wie man das benutzen möchte. 3 Türchen haben wir noch. 23 wird, denke ich, wieder ein Lippenprodukt sein. Es hat auf jeden Fall die gleiche Größe.
Ja, das sieht nach Lippe aus. Und hier haben wir aus der gleichen Reihe wie den Lippenstift eben. Nur jetzt haben wir tatsächlich eine schöne nudige Farbe. Ähnlich wieder wie der Liquid Lipstick, würde ich sagen. Ja. Ich sag mal so, wer keine Liquid Lipstick mag, sondern eher Lippenstifte, wird bedingt glücklich sein und andersrum genauso. Und man kann die natürlich auch zur Not kombinieren, dass man den vielleicht in die Handtasche packt, weil bei mir zum Beispiel halten Liquid Lipsticks nicht so ewig lange, auch wenn sie länger halten als ein Lippenstift, aber dass man den zum Beispiel in die Handtasche packt und zur Not tagsüber einfach zum Auffrischen nimmt und einen Liquid Lipstick für morgens oder halt genau andersrum, je nachdem, wie ihr das halt fahren wollt. Oder was man halt ein Fan von ist, ne? Türchen Nummer 24 ist in Großbritannien, außer man feiert mit der Queen zusammen, die jetzt ja leider verstorben ist, aber in der Familie der Queen, nicht Weihnachten in dem Sinne, da wird erst am nächsten Morgen ja ausgepackt, das heißt, es ist Christmas Eve und in Christmas Eve haben wir nochmal ein Jelly Gloss drin, diesmal M-W-A-H, keine Ahnung, wie man das ausspricht, das ist ein durchsichtiges Gloss, ich glaube, da ist auch nicht mal Glitter oder irgendwas drin. Finde ich ein bisschen... Ist da Glitter drin? Nee, da ist kein Glitter drin. Finde ich ein bisschen langweilig. Hätte man ruhig eher noch mal ein bisschen was mit Sparkle oder so reinpacken können. Und wer Adventskalender von Revolution schon eine Weile guckt, weiß, in der 25 ist immer eine Lidschattenpalette drin. Und zwar immer aus dieser, ich nenne es mal Standardreihe von Revolution. Ich weiß gar nicht, wie die sich nennen. Und Leute, das ist der Grund, warum ich mir den tatsächlich bestellt habe, weil die Farben hier so crazy sind, dass ich dachte, komm. Und meistens kriegt man diese Paletten auch nicht nochmal extra zu kaufen. Und ich gucke es mir jetzt mal kurz erstmal an. Ich wollte gerade sagen, haben wir nur Schimmertöne drin, aber nein, wir haben sehr viele Schimmertöne und vergleichsweise wenig matte Töne. Es sind 15 Farben. Ja, wir haben super viele Schimmertöne. Also, und selbst die matten Töne, also das ist gefühlt der einzige, der so richtig, richtig matt ist. Und die beiden sind auch noch so semi-matt, also so, die haben so ein samtiges Finish. Ansonsten sind alle crazy S-Banke. schimmrig. Ich finde die sehr, sehr schön. Mich sprechen vor allem diese beiden Töne, dieser Grünton und das Lila an. Ich swatche sie jetzt noch nicht, weil ich sie tatsächlich erstmal wieder wegpacken werde. Ich finde sie aber mega schön. Das ist so diese Standard-Palettenreihe von Revolution. Von denen habe ich auch ein, zwei Paletten. Das ist übrigens die Palette Out Out. genau. Und hier sind insgesamt 1,1 Gramm. Wow. Ich finde die auf jeden Fall schöner, weil die Palette in dem Standard Revolution Adventskalender war eher so nudig und für meine Verhältnisse tatsächlich langweilig. Und deswegen, als ich die gesehen habe, dachte ich, okay, da sind mindestens drei Farben drin, die mir gerade richtig gut gefallen. Es sind sehr viele Schimmertöne. Andererseits habe ich, und lustigerweise steht das genau hier, aus der letzten Beauty Buy Box so Paletten, wo nur matte Töne drin sind. Und da fällt dort was raus. Das heißt, vielleicht kombiniert man die beiden dann einfach miteinander. Das ist so eine Disney-Reihe. Und an sich mit den drei Tönen, die da waren, könnte man, glaube ich, auch ein bisschen was hinkriegen. Ich werde sie auf jeden Fall mit euch ausprobieren, denn sie wird bei mir bleiben. Was sagen wir zum Kalender? Also der Warenwert wird, denke ich, auf jeden Fall höher sein, dass es sich lohnt. Also wir haben, ne, denke ich, einen deutlich höheren raus. Es gab jetzt so, ich glaube, drei, vier Produkte, die mich nicht so ganz überzeugt haben. Aber der Großteil hat mich tatsächlich überzeugt. Ich bin sehr begeistert und ich finde auch das Design sehr schön. Das Blau finde ich sehr schön. Man kann ihn eben auch wieder befüllen. Aber wie gesagt, die Türchen sind natürlich alle relativ schmal. Ne? Also ihr seht, die sind hier alle sehr schmal. Und dahinter, wie gesagt, ist halt nur so eine... Ja, ist einfach nur... Ja, ist nur da so nochmal so eine Pappwand dahinter quasi. Man kann ihn halt nicht so gut aufstellen, weil wenn ihr das, also wenn ihr die Türchen theoretisch rausnehmen würdet, würde alles rausfallen. Ihr müsstet es also wieder reinstecken. Man könnte aber natürlich immer die Rückseite einfach hinlegen, dann sieht man nicht mehr so viel, quasi welche Türchen man schon hatte. Ich finde den sehr schön. Also kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich bereue es nicht, ihn geholt zu haben. Ich bereue es nur, dass Revolution den großen, wenn es denn dieses Jahr auch geben sollte, nicht in Deutschland verkauft. Und auch nicht nach Deutschland verschickt. Das ist so ein bisschen schade.
Aber der ist für mich auf jeden Fall eine gute Alternative und ich habe endlich mal einen kompletten Make-up-Adventskalender. Ja, ich denke auch, ich habe euch in meinem Yves Rocher-Video zum Beispiel erzählt, dass ich überlegt habe, ob ich den Yves Rocher auflöse, um dann in meinen Adventskalender reinzupacken. Ich werde hier nichts auflösen. Ich löse, habe auch nicht den Yves Rocher aufgelöst. Den packe ich gerade täglich aus. Ja, es ist Oktober und ich packe den Yves Rocher Adventskalender aus. Ich denke, den... Vielleicht packe ich den im November aus. Ich glaube, den packe ich im November aus. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Ihr könnt mir ja mal unten reinschreiben, wie ihr ihn fandet, was euer Lieblingsprodukt war und was euer Flop-Produkt ist. Und wie gesagt, schreibt mal rein. Es gibt noch einen ReLove Revolution Adventskalender. Der ist allerdings noch nicht raus. Den gibt es bei Rossmann, glaube ich. Auf den warte ich auch noch. Da überlege ich aber, ob ich mir den eventuell von meiner Mama schenken lasse. Und wie gesagt, diesen Game of Thrones. Das sind aber nur 12 Türchen und der kostet halt genauso viel wie der große mit 25 Türchen. Deswegen bin ich da immer noch im Hin und Her überlegen. Deswegen schreibt unten rein, ob ich euch das auch auspacken soll. Dann würde ich vielleicht eher bestellen. Und ich bin so angetan von dieser Konsistenz. Ne? Das fühlt sich so schön an. Ich würde sagen, wir sind am Ende und ich würde mich sehr freuen. Wir sind am Ende dieses Videos angelangt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben und ein Abo für meinen Kanal geben würdet. Das würde mir ganz doll helfen, weiter zu wachsen und euch das hier auch entsprechend präsentieren zu können. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich dir hier meine Playlist mit dem Adventskalender Weihnachtskrippel. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann du dieses Video siehst. Bye, bye!